Hallo, liebe Geschwister. Ich bin's wieder und wir wollen mit heute noch zweimal hineinschauen in den Galaterbrief und damit auch diesen Brief zu Ende bedenken. Ich freue mich, dass Sie wieder zuhören, sich inspirieren lassen, sich damit auseinandersetzen. Ich lese heute aus dem Galaterbrief Kapitel 6, die Verse 1 bis 9. 1 bis 10. 1 bis 10. Liebe Brüder und Schwestern, nun kann es vorkommen, dass sich jemand zu einer Verfehlung hinreißen lässt. Dann sollt ihr, die ihr ja vom Geist geleitet werdet, ihn zurechtweisen. Tut dies mit Freundlichkeit, die der Geist schenkt. Dabei muss jeder für sich selbst darauf achten, dass er nicht auch auf die Probe gestellt wird. Helft einander, die Lasten zu tragen, so erfüllt ihr das Gesetz, das Christus gegeben hat. Wenn allerdings jemand meint, er sei etwas Besonderes, dann macht er sich etwas vor, denn das ist er keineswegs. Vielmehr sollte jeder das eigene Tun überprüfen, denn hat er etwas, worauf er stolz sein kann und muss sich nicht mit anderen vergleichen? Dann hat er etwas, worauf er stolz sein kann und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Denn jeder wird seine eigene Last zu tragen haben. Wer Unterricht in der Lehre von Christus erhält, soll zum Lebensunterhalt für seinen Lehrer beitragen. Er soll ihn mit seinem ganzen Besitz unterstützen. Täuscht euch nicht. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner irdischen Gesinnung sät, wird aus seiner Gesinnung Verderben ernten. Aber wer auf dem Boden des Heiligen Geistes sät, wird aus dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das Richtige zu tun, denn wenn die Zeit da ist, werden wir die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denjenigen, die durch den Glauben mit uns verbunden sind. Liebe Geschwister, Paulus wird nun ganz praktisch und setzt an bestimmten Beispielen das, was er in Kapitel 5 gesagt hat, nun um, dieses Leben aus dem Geist heraus. Praktisches Beispiel ist, es kann nun vorkommen, dass einer sündigt. Nicht als Lebensgrundhaltung, dass er also Gott ablehnt, sondern dass er durch irgendetwas, was er tut, hineinfällt in die Sünde. Und da ist natürlich die Frage, wie gehe ich jetzt mit ihm um? Tue ich ihn jetzt aus der Gemeinde heraus? Oder was geschieht nun? Und Paulus bringt es aber ganz klar auf den Punkt und sagt, geht ihn in Liebe nach, bringt ihn zurecht. Da steckt dieses medizinische Richten von Knochen drin. Bringt ihn zurecht. Also bringt ihn wieder in die Gemeinschaft hinein. Helft ihm. Dieses Medizinische zeigt aber, das ist nicht mit einmal allein so getan, sondern da gehören verschiedene Schritte dazu. Und das möchte Paulus auch bewusst ausdrücken, dass es nicht so einmal so nach dem Motto, ich rede mal mit ihm, sondern dass es ein Prozess ist, bis es wieder heil ist. Aber dass die Gemeinde sich von der Liebe des Christi inspirieren lässt, vom Geist Christi tragen lässt, das, denke ich, spielt da eine Rolle. Und das nächste dann gleich,
ist beim Zurechtbringen, seht zu, dass ihr nicht selber fallt, dass ihr euch nicht selber dabei gefährdet. Und auch da wird etwas deutlich. Ich kann nicht alles allein. Gerade wenn ich es mit der Sünde zu tun habe, gerade wenn ich es auch mit dem Fallen von Menschen zu tun habe, brauche ich eine Gemeinschaft, die mitträgt. Nicht mit verurteilt, sondern mitträgt. Es ist also einen Menschen zurecht wieder auf den richtigen Weg zu führen, Vergebung zu üben, ist etwas, was man nicht unbedingt alleine schafft. Und das ist auch keine Schande, sondern es ist Gemeinschaft. Ich selber muss auch getragen werden, weil es kann ganz schnell sein, dass ich dann mit abrutsche. Dass ich selber in die Gefahr komme, mich in dieses Sündige hineinziehen zu lassen. Das ist immer die Schwierigkeit. Wir merken das ich will es an einem ganz einfachen Beispiel sagen. Menschen finden viele Ausreden, warum sie nicht Gott im Gottesdienst ehren. Da gibt es alles Mögliche. Von es ist zu kalt, bis das ist der einzige Morgen, wo ich mit meinem Mann oder mit meiner Frau mal frühstücken kann und. Es gibt tausend solche Ausreden. Aber letztlich lasse ich mich da in eine Ebene hineinziehen, wo ich mich Gott und seinem Wort entziehe. Und das ist nur ein einfaches Beispiel. Und wenn das aber immer häufiger geschieht, dann merke ich, da hat mich etwas anders im Griff. Oder soll ich es anders sagen? Dann versündige ich mich vor Gott. Nächster Punkt, den Paulus anführt. Wir kennen es wunderbar. Einer trage des anderen Last. Interessanterweise ist es mit dem Wort Last, was Paulus im Griechischen verwendet, nicht eine drückende nach unten, wer weiß wie dolle Last, sondern, also das heißt an der Stelle, geht es um so andersrum. Es geht um so eine drückende Last. Eine, die unendlich schwer ist, die ich nicht allein schultern kann. Und an der Stelle macht Paulus deutlich, die Liebe geht den Weg, dass sie mitträgt. Dass sie mit zupackt. Dass sie zuhört. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Dieses Gesetz ist nicht jetzt, dass er uns eine neue drückende Last durch sein Gesetz auflegt, sondern es ist das Gesetz der Liebe. Man unterwirft sich nicht den vielen Geboten des Alten Testamentes, man unterwirft sich einer Person, nämlich Christus, und lebt mit ihm in Verbindung, lässt sich von seinem Geist, vom Heiligen Geist leiten. Und da kommt man eher ans Ziel. Das nächste ist dann die Warnung gegen den geistigen Stolz. Dass man sagt, mir kann sowas nicht passieren. Ich bin da. Steht da über dem. Aber Paulus macht ganz deutlich, wir können genauso in diese Sachen hineintapsen und manchmal gerade auch, weil wir meinen, uns betrifft das nicht. Wir stehen darüber. Aber er sagt, nein, keiner steht darüber. Jeder kann in diese Situation kommen, dass er sich vor Gott versündigt. An Gott versündigt. An den Geschwistern versündigt. Das geht so schnell. Dieser geistige Stolz, diese Überheblichkeit, ich brauche mir das nicht annehmen. Das ist für den anderen gedacht. Steckt ein Stück in jeden von uns drin. Und er sagt, seid vorsichtig.
denn das ist nicht nach dem Sinne Jesu. Das nächste. Um diesem Herr zu werden, diesen geistlichen Stolz, geht es darum, überprüfe. Überprüfe dein Leben. Schau, was es für Frucht bringt. Schau, ob du tatsächlich mitträgst. Und er sagt sehr deutlich, dieses Überprüfen, das ist keine Bauchnabelschau, sondern es ist das realistische Einschätzen, wie steht es um mein Leben, wie steht es um meine Christusbeziehung. Und das kann ich prüfen, indem ich tatsächlich schaue, was sind denn die Werke, die ich tue? Würden die Jesus wohlgefallen? Würde Jesus zu mir sagen, du bist ein guter, ein treuer Knecht? Das sollte jeder für sich prüfen. Und dann auch bewusst sein eigenes Bündel auf sich nehmen. Jeder trägt seine Last, schreibt er, aber diesmal ist es tatsächlich, dass diese Last, die er beschreibt, nicht diese drückende Last ist, sondern eher sein Gepäck. Wie ein Wanderer ein wenig Gepäck dabei hat, das, was er gerade braucht. Oder wenn der Soldat nicht gerade auf einem langen Marsch ist, hat er nur ein kleines Gepäck dabei. So etwas. Jeder hat sein Päckchen zu tragen, sagen wir. Es geht in die Richtung. Und aber zusätzlich in der Liebe trage ich bewusst die anderen mit. Halte ich bewusst dem anderen im Blick. Und natürlich ist das eigene Bündel immer auch schon schwer genug. Das merkt man auch, wenn man lang genug wandert, drückt der Rucksack dann, der kleine, den ich gepackt habe, auch auf die Schultern. Merke ich durchaus nach längeren Wegen, dass dann man ein wenig verkrampft und. Es kommt halt auch darauf an, wie viel man dann drin hat. Aber das Entscheidende ist, für mich ist diese Last natürlich auch schwer. Aber die Last des anderen, auf die mich Christus weist, ist trotzdem, lädt er mich ein, bewusst mitzutragen. Ja, ein weiteres Beispiel bringt er, und zwar, wenn in der Gemeinde jemand ist, der unterweist, der lehrt, ein Katechet, bei uns jetzt sozusagen wäre es vielleicht ein Pfarrer, dann soll der, der sich letztlich, der dort lernt, der dort Lebensstärkung bekommt, diesen auch für seinen Lebensunterhalt unterstützen, in seinen Lebensunterhalt unterstützen. Wir tun dies ja oft durch unsere Kirchensteuer. Wenn man die Gemeinde unterstützt, dann ist es über den Gemeindebeitrag oder das Kirchgeld, je nachdem, wie man es nennt. Das ist ja das, was direkt in der Gemeinde bleibt. Das andere dient vor allem, um die Mitarbeiter zu besolden. Aber er sagt sehr deutlich, dann soll er sich dafür einsetzen, dass sein Lehrer entsprechend auch wirklich unterstützt wird. Denn er bringt ja ihn immer wieder neu in die Nähe Christi. Er lehrt ihn ja, wie er als Christ richtig leben kann. Es gehört ein Stückchen für ihn dazu, dass man da solidarisch ist, dass man da teilt. Und schließlich noch zwei Dinge. Das eine, Sie merken, ich muss heute bei den vielen einzelnen Punkten immer wieder nachschauen, dass ich nicht etwas vergesse. Das eine ist, mach dir nichts vor und mach Gott nichts vor. Man kann sich ganz schnell hineinbegeben in so eine Haltung und sagen, na ja, der liebe, liebe Gott. Der liebe Gott hat Maßstäbe gesetzt. Der liebe Gott hat klar gesagt, dass er letztlich Christus gesandt hat, damit wir uns an ihn halten. Der liebe Gott ist nicht einer, der sämtliche Hühneraugen zudrückt und Augen
nur damit wir unseren Willen kriegen und sagen, ach, das ist doch alles nicht so schlimm, ich kann doch machen, was ich will. Der liebe Vater kann streng sein. Und er hat uns einen freien Willen gelassen und dieser freie Wille, der führt uns immer wieder auch dazu, dass wir manchmal den falschen Weg einschlagen und meinen, wir wüssten, was richtig ist. Daher immer wieder dieses Prüfen. Schaut, ob ihr euch selbst folgt oder ob ihr Christus folgt. Schaut, auf welchen Wegen ihr seid. Solange wir leben, ist auch Zeit zur Umkehr. Schaut, was für euch wirklich wichtig ist, denn der eine Weg führt in die Verdammnis und der andere zum ewigen Leben. Es geht also um äußerst viel. Und schließlich, verliert nicht den Mut, lasst nicht nach, ist der nächste und letzte Punkt für unser heutiges Nachdenken. Lasst nicht nach, bleibt beständig, so wie der Bauer letztlich sich um seine Felder kümmert und nicht nachlässt, bis er schließlich die Ernte einbringt, so auch ihr, bleibt dran. Natürlich ist es manchmal mühsam, natürlich ist es manchmal auch, ach, es zieht sich. Natürlich gibt es Momente, wo ich keine Lust habe oder nur wenig Kraft. Aber das sieht Gott. Bleibt dran. Paulus mahnt ganz bewusst, weil er weiß, wie schnell man auch vom Weg abkommen kann. Mögen wir diese Punkte auch immer wieder neu in uns bewegen. Ich gebe zu, war jetzt eine ganze Menge auf einmal. Deswegen auch immer wieder dieser Blick zur Seite, wo ich sie mir noch einmal ganz kurz notiert habe, damit nicht etwas rausfällt. Aber ich denke, es ist wichtig, sowohl im Umgang miteinander, wenn ich auf den anderen sehe, wie schnell bin ich dabei zu sagen, oh, deine Probleme möchte ich haben. Wenn ich sie aber selber tragen müsste, wären sie für mich auch groß. Im Umgang auch mit mir selbst, dass ich immer wieder mich kritisch hinterfrage und nicht meine, ich hätte jetzt das Christentum ganz absolut in mir und alle müssten es so machen wie ich. Sondern, dass wir ehrlich sind, ehrlich vor Gott und ehrlich vor uns selbst. Ja, ich weiß, dann müssen wir oft an unsere Brust schlagen und sagen, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich schaffe es nicht ohne deine Hilfe. Aber diese wunderbare Gelegenheit hat er uns geschenkt, dass wir, wenn wir es erkennen, wirklich umkehren dürfen. Herr, wir danken dir für deine Liebe, für deine Güte, aber auch für deine klare Wegweisung. Durch Paulus zeigst du uns auch den Weg, aber vor allem auch durch Christus. In vielen Dingen lehrt er uns und hilft er uns. Lass uns treu an seiner Seite sein. Lass uns treue Jünger sein, die zu seinen Füßen sitzen und immer wieder neu durchdenken, was er uns sagt und immer wieder neu uns ausrichten. Schenke uns, dass wir nicht überheblich sind und einfach die Hälfte weglassen oder das, was uns nicht passt und nur die Sahnestücken raussuchen für unser Leben, sondern dass wir alles, was er uns übergibt, aufnehmen. Auch das, was uns Schwierigkeiten bereitet. Hilf uns, damit wir dir Ehre bereiten können. Amen. So wünsche ich Ihnen, dass Ihr Tag heute gelingen möge und dass Gott an Ihrer Seite sei.